Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Ja, wir sind jetzt draußen, das heißt einfach nur vor diesem verlassenen Gefängnis, denn irgendwie, ich habe noch eine Minute rumgesucht und habe dann festgestellt, dass der Pfeil nach draußen führt und bin dem Pfeil einfach mal gefolgt und da oben scheinen ein paar Gegner unterwegs zu sein, die wahrscheinlich nur auf uns warten. Ich finde es toll, dass sie jetzt auch mit einer Fackel rumrennt. Aber eigentlich möchte ich gar keine Fackel, denn wir haben ja unser tolles Laternchen am Gürtelchen. Wir müssen jetzt also nur irgendwie... Es ist verdammt dunkel. Kann ich warten? Das ist viel zu dunkel. Also eigentlich ist diese EMB sogar ein bisschen heller als die andere, die wir vorher hatten. Und das heißt, gerade in Räumen und im Dunkeln sollte es nicht ganz so dunkel sein. Aber das gerade war ein bisschen heftig. Hallo, wer seid ihr da oben? Egal. Wir müssen irgendwie darüber. Können wir hier einfach... Oh ja, hi, wer seid ihr denn? Oh, speichern. Wer seid ihr? Talmor-Soldat. Was habt ihr denn für Rüstungen an? Nordbestie, ihr habt sowohl euer Leben als auch euer Land verwirrt. Was? Nordbestie? So wurden wir auch noch nicht genannt. Das war schon alles. Hör auf zu zaubern. Oh, er ist auf den Knien. Hör auf zu zaubern. Er heilt sich. Helft mir mal bitte. Hör auf. Wie viel Mana hat er denn? Genug! Nichts genug! Haben wir hier ein Blutbad veranstaltet mit dem? Warten für Glas Armor, alles klar. Das ist übrigens von Immersive Armors. Succeeding at life is harder than achieving death. Especially when we are around. Okay, wir müssen hier rein. Verlassenes Gefängnis. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Doch, Aimbriel hat einen Bogen. Aimbriel ist bei uns. Das hier ist auf jeden Fall ein normales Skyrim-Dungeon. An den kann ich mich nämlich auch noch schwach erinnern. Ja, das auf jeden Fall. Wir speichern sicherheitshalber nochmal. So viel Moos. Keep your eyes open. Danger or death could be anywhere. Da hat sie vollkommen recht. Und davon nehmen wir alles mit. Das ist ein Moosparadies. Wir brauchen mal andere Moostexturen, fällt mir auf. Ja, ich hatte früher in meinem alten Skyrim, habe ich ja schon mal gesagt, es waren auf jeden Fall über 370 Mods. Da gehörte auch so Kleinkram dazu, wie Moostexturen. Habe ich jetzt für die Special Edition eigentlich nicht mehr wirklich eingesehen, denn ja, mein damaliges Skyrim war total übermoddet, muss man wirklich sagen. Also, es lief sehr stabil, aber es war schon sehr stark übermoddet. Befehle der Wache. Wir können die Gefangenen nicht freilassen, also töten wir sie entweder oder wir lassen sie ertrinken. In jedem Fall müssen wir so schnell wie möglich evakuieren. Der Sturm wird die ganze Festung bald in den Fluss schwemmen und ich will verdammt sein, wenn ich den Tod eines einzigen Soldaten unter meiner Aufsicht melden muss. Ihr habt eure Befehle. Okay, also dieser Hauptmann wollte zumindest nicht, dass unter seinem Kommando Leute sterben. Das ist... You're a tad clumsy, aren't you? Hey, ich bin überhaupt nicht ungeschickt. Oh. Go in and win. Geh rein und siege. Wir stehen an vorderster Front. Na gut, wir sind Tank, das sollten wir, aber... Das Problem ist... Ah, dieser Kommentar ist so herrlich. Aus dem Weg. Mit dem Säbelzahntiger, Seite an Seite. Das ist eine wahre Nord. Ich hatte damals auch ein Säbelzahntiger-Reittier.
in meiner Skyrim-Grundversion. Oh, da sitzt jemand. Aber erstmal looten wir, dass die Gefangene muss warten. So, von denen brauchen wir eigentlich nichts, oder? Die ganzen Talmoroben können sie sich eigentlich schenken. Da hinten ist... Da geht's überhaupt weiter. Ich möchte hier noch nicht raus. Oh, da ist der Schlüssel. Ich möchte mich gerne erst noch umgucken. Niemand antwortet auf mein Klopfen an der Tür. Was? Ich habe nicht geklopft. Ich habe versucht, die Tür zu öffnen. Wer redet da? So spooky? Ektoplasma. So, den hatten wir schon. Die da vorne hatten wir noch nicht. Glaube ich. Aber so wirklich was Spannendes haben die jetzt auch nicht. Waren das so viele, gegen die wir gekämpft haben? Diamond! Wein! Großartig! Können wir erst noch versuchen, weiterzugehen, bevor wir... Oder sollten wir sie doch vielleicht mal befreien? Bald werdet ihr die Kälte des Todes kennenlernen. Geist? Inigo? Inigo! Lassen Sie mich vorbei! Ihr wagt es, euch vor mir zu verstecken. Ich verstecke mich überhaupt nicht. Eigentlich versuche ich, zu dir zu kommen, aber... Hallo? Da hinten geht's sogar weiter. Das ist keine gute Idee. Wir holen erstmal... Hey, pay attention! Ja, es geht nicht, wenn ihr mir beide im Weg steht. Wir holen uns erstmal die Gefangene. Oh. Sanctuaria. Bist du in Ordnung? Wir befürchteten, dass du von Lord Nerifin getötet wurdest. Eigentlich nicht, denn er hatte ja gesagt, dass er sie nicht töten will. I feel a bit weak, but fine. Nerifin has enchanted this prison and banned my magical powers. I suppose that you have found Talos. Now we have a good chance to stop the Thamor and the Daedra. Also ein bisschen buggy ist es ja schon. Also diese Quest. So wie sie da gerade in den Balken steht. Natürlich wollen wir dir helfen, aber um ehrlich zu sein, müssen wir eine Information haben. Yes, I understand. You want to know why Kateria's soul was caught. Genau. Thanos hat angedeutet, dass es besser wäre, wenn Aimbriel nichts davon weiß. Decide for yourself. Kateria's soul was tied to a dragon named Torsil. Torsil was able to devour souls to become stronger. Aimbriel will gain her dragonborn powers, killing that dragon. And the liberated souls of Torsil's victims will break the ban of her powers. But now, Nerifin has used Kateria's soul to seal the souls within Torsil. Killing the dragon means destroying her soul forever. Ist es eine gute Idee, ihr das dann zu verschweigen? Das wird sie uns doch ewig nachtragen. Also ich würde das ewig nachtragen. Ja, sie möchte schon wieder gehen. Du meinst, es gibt keinen anderen Weg für Aimbriel? Kein anderer Weg, um Nerifin zu besiegen? No, I regret. Nerifin is too powerful for you alone. And Aimbriel will die if Talos's powers are completely exhausted. We have no choice. It's important to find Torsil. The Thamor have got the information. They know where he is. Search in their headquarters in solitude. Perhaps you've noticed by now that the leader of the Aldmeri Dominion is possessed by Sithis herself and parts of her power. Though Sithis does not have all her capabilities within this dimension, she is extremely dangerous. Never forget that, and never underestimate her. Now, I will return to the College of Winterhold. May the Divines be with you. Wie sie da mit der Hand rumgefuchtelt hat. Ja, wieder diese dramatische Musik. Sollten wir das eigentlich... Also, können wir ihr das sagen? A military fort.
I hope it holds no nasty surprises. Wie denkst du über unsere Situation? So, I have to kill a dragon to become a dragonborn? St. Tria didn't say anything else at all? This sounds too simple. Eigentlich hat sie schon was gesagt. Isn't it a bit dangerous for a chatter in this place? Und ich würde es ihr auch gerne sagen, aber wir dürfen nicht. Aha. Okay, aber was wir jetzt natürlich versuchen können... Also da... Niemand antwortet auf mein Klopfen an der Tür. Das ist schon sehr seltsam. Wir gehen erstmal weiter, denn ich will wissen, was es hier noch so gibt. Außer Kisten. Nein, ich hab... Moment. Ich möchte keine Fackeln mit mir rumtragen. Eigentlich... Brauchen wir keine Fackel. Er spürt die Gegenwart von jemandem. Hallo! Er hat mich getroffen, ich hab mich getroffen. Grandios. Ektoplasma, das ist gut. Ja, Inigo, er ist, toter als tot sogar. So als Geist. Aber ich dachte, hier sollten die Leute nicht sterben. Warum sind sie denn hier doch... Also hier sind ja doch ziemlich viele Tote und... Offensichtlich... Was war das? Schmiedeschuhe. Okay. Wenn die wenigstens was bringen würden, das wäre cool. Warum sind denn hier doch so viele gestorben? Was haben wir hier? Das Lied von Roromir? Ist das ein langes Lied? Es ist ein sehr langes Lied. Das ist ein bisschen zu lange. Oh. Okay, alles bis auf die Fackel. Eisenbarren nehmen wir auch mit. Teller brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich. Die Legende des Roten Adlers, das kennen wir schon. Biografie von Barentia. Ganz viele Biografien von Barentia und geschichtlicher Überblick. Warum ist der beschworen? Aber das war doch hier unten nicht alles, oder? Ich muss mal ganz kurz... Hups, ich drücke hier immer die falsche Taste. Doch, das sollte... Himmelsrand, Himmelsrand. Tatsächlich alles gewesen sein. Also finden wir hier nicht das Geheimnis raus, warum hier alle tot sind? Obwohl dieser Hauptmann verhindern wollte, dass alle sterben? Oder dass unter seinem Kommando die Leute hier unten sterben? Warum können wir da unten nicht weitergehen? Warum öffnet niemand auf unser Klopfen? Frechheit. Okay, unsere Quest sagt uns was? Verlasse das Gefängnis. Gut. Oh. Sind wir hier dran einfach so vorbeigerannt? Eisenbarren. Sackgasse. Auch Sackgasse. Kaiserliche leichte Stiefel. Wir sind doch hierher gekommen. Warum haben wir denn das ignoriert? Kaiserlicher Bogen. Lass mich bitte vorbei. Don't touch me. Das habe ich überhaupt nicht vor. Sie ist auf jeden Fall zickig. Wirklich. Gibt's hier für uns noch irgendwie einen anderen Weg vielleicht? Hier, wo das Wasser durchbricht? Was haben wir hier? Lösung der Regeneration und irgendein Gift. Und Moos. Und diese Truhe hatten wir ja. You have a lot of experience with the dragons. Or, better said, in killing dragons. That makes things easier. Naja, bei ihrer Aufgabe macht es das auf jeden Fall einfacher. Dadurch, dass wir der Drachen töten sollen. So, raus mit uns. I am in your way. I am sorry. Indeed, you are very predictable. No reason to be rude, Dragonborn. Are you still trying to
little girl over there. Perhaps you should take a break. After that, you will understand much better. Au! Inigo hat uns sofort verteidigt. Warum? Inigo, hilf uns! Er hat uns wirklich betäubt und Inigo hat uns sofort verteidigt. Oh, mir ist ein bisschen schwummerig. Inigo. Aha. Kein Wunder, dass er sie böse anguckt. Oh, wir werden hier voll in Gefahr gebracht. Imbriel. He struck you down, but I think I scared him. The Thalma are all cowards. Even Lord Nerfin. Ja, now, das war's mit Sicherheit du. Sleep, we can go to solitude now. Ist das ihr Ernst? Sie macht sich gerade unbeliebt. Inigo hat uns geholfen. Sie hat überhaupt nichts gemacht. Bist du dir sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist? Dein Verhalten ist ein nicht nur ein bisschen feindselig, es ist ganz schön feindselig. Don't be ridiculous, but we are too slow. I want my powers and I want that dragon dead as soon as possible. So we should not waste any more time than necessary. Boah. Sie wird Macht. Only sun, geil. No shadows. I'm gonna get a sunburn at this rate. War es eine gute Idee, sich eine Prinzessin als Begleiter auszusuchen? Ich bin mir nicht sicher. So, Einsamkeit ist ein sehr langer Weg, deswegen werden wir uns da hin teleportieren. Und es ist Nacht. Natürlich. Haben wir unser Laternchen? Da ist schon wieder dieser spooky Typ. Ambriel, das ist wirklich unheimlich mit deinen Kollegen hier. Again, a boring place. You know nothing else. Sag mal, also. Es lebe das Drachenblut. Ja, danke schön. Ach so, ich habe mich jetzt endlich. Man sieht es. In der alten Sprache nennt man euch Dovahkiin. Drachenblut. Ich habe mich jetzt doch dazu durchgerungen und bin der Empfehlung gefolgt, doch mal Improved Close-Faced Helmets zu benutzen. Eine Mod. Da sind doch schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Und jetzt laufen hier auch noch all diese Söldner aus Hammerfell herum. Man kann ihnen in die Augen gucken, so wie es rein theoretisch eigentlich sogar ein bisschen realistischer wäre. Und ich wollte mir das Ganze einfach mal angucken. Und ja, es ist tatsächlich ganz in Ordnung. Allerdings muss ich sagen, tatsächlich in der Skyrim-Grundversion, so wie ich es damals gemoddet hatte, gab es zig Mods, die, ja, wo ich etwas beachten hätte müssen, hätte ich diese Mod damals benutzt. Und damals war es mir auf jeden Fall too much. Heute ist es, glaube ich, in Ordnung. Ich habe zumindest keine Mod, die damit irgendwie Probleme macht, glaube ich. Oder Probleme macht. Ja, das sagt Ambriel ja auch andauernd. Die möchte ja auch andauernd schlafen gehen. Hallo? Wo genau gehen wir eigentlich hin? Sollen wir da hoch? Warum haben wir hier in Einsamkeit keine Musik irgendwie? Es ist verdächtig ruhig. The Thalmor. I hope they don't recognize me. Einfach so in Thalmor Hauptquartier marschieren und dann hoffen, dass sie sie nicht erkennen. Hallo? Du da? Statthalter? Aronado? Hm? Ich habe einige... Was redet sie da hinten schon wieder? Ich habe einige Fragen zu einem Drachen. Antworte. Und ich verschone dein Leben. Das, so führt man auf jeden Fall Gespräche, die nicht in einem Kampf enden sollen. Das ist, genauso macht man das. You dare to enter here and threaten me? Don't you know who I am? You? What do you want? To come here was a big mistake. On the other hand, Lord Norrifin will be very pleased about this development. You both are under arrest. Guards! Oh, no, Ambassador. You are wrong. Thalmor scum like you will not stop me. It was a big mistake to stay here. But your mistakes end here.
Danger. Shall we Danger title ignore them? Hey, so pass doch auf! Sie hat... Oh, was ist passiert? Eigentlich nix. Also, der ist, der hat uns bedroht und dann ist er umgefallen. Irgendwie. Bericht zu Netrano. Stab des Magierlichts. Bericht zu Netrano? Abgeschlossen, stelle Imbriel zur Rede, warum sie den Talmor ermordet hat. Das wäre durchaus mal interessant, warum sie ihn so angegangen ist. Ich fordere sie auf, eine ausreichende Anzahl von Agenten zu entsenden, um die Aktivitäten eines Khajiit-Jägers namens Netrano zu beobachten. Er wurde zuletzt außerhalb von Rifton gesehen. Er wird dringend verdächtigt, den geheimen Ort von Thorsil entdeckt zu haben, da er in der Nähe des Lagers gesehen wurde. Wir dürfen keine Risiken eingehen. Ich erwarte, dass dieser Anweisung unverzüglich Folge geleistet wird. Lord Nerifin. Ach ja. Nein, ich hab's gelesen, dankeschön. Das war nicht nett, Ambriel. Besser andere als Don't ich. Bother me. Was? Wow, sie mag uns echt nicht mehr. Wir sind zu oft in der Kälte mit ihr unterwegs gewesen, oder? Sie hat gerade... ihre Tage? Ist sie gerade besonders zickig irgendwie? Warum hast du den Botschafter getötet? Come on. What is your problem? He was a damn worthless Thalmor. Asking him about the dragon would only result in lies. Aber er war wehrlos. Das war unnötig und grausam. Du solltest... Don't tell me what to do. You're only useful if you help me get my powers. Now, I must kill this Aldmeri scum. You should make up your mind. Help me or get out of my way. I won't tolerate anything else. Even more uninteresting discussions? Habt ihr ihre Augen gesehen? Die sind gerade richtig rot geworden als das... More blathering? Ich habe einen Hinweis auf Thorsil. Möglicherweise hat ein Khajiit-Jäger Informationen. Very good. Step by step I lose patience. A pity the Thalmor is dead. I could have tortured him for more information. Das ist doch... Ist das Ambriel, die wir kennengelernt haben? Was ist denn hier passiert? Ich meine, wir wurden betäubt. Hieß es nicht irgendwie, man versucht, sie auf ihre Seite zu ziehen? Müssen wir jetzt besonders lieb zu ihr sein, damit sie auch wieder lieb wird? Fahr runter! Weiteres Töten werde ich nicht tolerieren. Wir sind eine Paladina und wir stehen für Gerechtigkeit. Du bist keine Mörderin. Each dead Thalmor is a gift for Tamriel. To exterminate them all is the best what I can do. So no more discussions. The Thalmor, I hope they don't recognize me. Down with this stupid helmet. Warum hat sie diesen Helm angezogen? More blathering? Don't waste my time. Oh, sie ist auf jeden Fall... Ich glaube, sie geht zur dunklen Seite über. Wir können nichts dagegen tun. Aber die dunkle Seite ist nicht das Schlimmste. Die haben Kekse. Habe ich mal gehört. Statthalter der Talmor. Ja, ich denke, wir sollten wieder gehen. Katze ist aktiv. Sollten wir ihn hier liegen lassen? Beeilt euch. Eigentlich, vielleicht... So, jetzt könnt ihr eure Pläne nicht mehr so gut lesen. Vielleicht hört ihr dann auf mit eurer Kriegstreiberei. Nicht nur Katze ist aktiv, Nachbar ist auch aktiv. Okay, wo ist der Pfeil? Wo ist der Pfeil? Da, rechts. Ist teilweise schwierig zu sehen. Finde Netrano. Okay, Stelle von Rifton, da gehen wir noch hin. Und es ist wieder dunkel. Und es ist schon wieder dieser komische Typ hier bei uns. Wir warten auf jeden Fall mal 5 Stunden, denke ich. 5:30? Sollte passen. 5:30 morgens. Sofern es nicht regnet, sollten wir auch was sehen. Es ist neblig. Es ist neblig, aber wir sehen ein bisschen mehr. Wow, also doch das Wetter. Tomorrow will be mourned us.
I wonder what the new week will offer. Ich bin ja immer noch ein bisschen gespannt, denn eigentlich bin ich sehr verliebt in Vivid Weathers gewesen. Ist da jemand? Könnte sein. Ja, eine große Spinne. Inigo? Okay, ja, hier ist der... Naja, FPS-Einbruch kann man auch nicht sagen, aber hier ist... Man merkt es doch schon ein bisschen. Naja, gut. Hm. Naja, es sind auch 10 bis 12 FPS circa. Heal your wounds. If you're dead, I have no use for you. Sie ist voll unfreundlich geworden. Was ist los mit ihr? Okay, gut, sie möchte zu... Sie möchte wahrscheinlich nicht unbedingt zur dunklen Seite, aber sie geht zur dunklen Seite über. So, aber wir sind schon wieder am Folgenende angekommen. Again, a boring place. You know nothing else. Ich mach mal Pause, damit sie auch mal Pause macht mit ihren Beleidigungen uns gegenüber. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin das Ganze noch führt. Ich musste sagen, am Anfang dachte ich so, diese Quest ist ein bisschen komisch. Mal schauen, wohin uns die führt. Allzu spannend ist sie auch nicht. Ich muss sagen, gerade jetzt so mit dieser Charakterveränderung, die, denke ich mal, jetzt nicht damit zu tun hat, dass wir sie zu oft im Regen haben stehen lassen oder im Schnee, sondern wirklich irgendwo mit der Quest zu tun hat, dass sie gedreht wird wahrscheinlich, also auf die dunkle Seite gezogen wird, wird das Ganze doch nochmal richtig interessant, finde ich gerade. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, was der Jäger uns da vorne zu erzählen hat. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Paladiner Weekend und im nächsten Wochenende wiedersehen würden. Bis dahin, ciao!